Morgen, alle frisch und munter. Ja. Wer ja gesagt hat, ist kein richtiger Dieter, also ich weiß, es ist etwas früh gleich für so komplizierte Sachen, so wie Datenbank optimieren und sowas. Aber ja, ich mache das jetzt heute ohne Folien. Ich gehe da also so ein paar grundlegende Themen durch, wie man so eine Datenbank optimiert. Ein paar Sachen sind Postgres-spezifisch, ein paar lassen sich in ähnlicher Form auf andere Datenbanken auch anwenden. Das Erste, was man so macht, wenn man dann so ein Performance-Problem auf der Datenbank hat, was bei fast jedem Projekt früher oder später passiert, man fängt am Testrechner zuerst mit ein paar so kleinen Datensätze an, das läuft immer super. Ein Produktivsystem, dann sind es plötzlich nicht 10 Datensätze, sondern 10 Millionen Datensätze, dann wird die Sache relativ schnell fad und langsam. Das Erste, was natürlich ist, so die Postgres-Konfiguration anpassen, da werde ich jetzt nicht wirklich groß drauf eingehen. Das sind so die üblichen Sachen, was man in der Postgres-Doku sowieso findet. Das heißt, so Geschichten wie viel Speicher gebe ich ihm, so wie viel Buffer, wie viel Transaction, wie viel gleichzeitige Verbindungen, das kann man ein bisschen optimieren. Die Werte, was da bei mir drinstehen, das sind für einen mehr oder weniger völlig irrelevant, weil das muss ich für jeden Server, für jede Konfiguration sowieso anpassen. Ne? Also wie gesagt, das ist so ein Ding, die ganze, was auch immer diese ganzen Variablen bedeuten, das ändert sich immer wieder. Also das wirklich in der Postgres-Konfiguration nachschauen, das ist jetzt gar nicht so das Thema. Mit dem hole ich auch nur ein paar Prozent Performance aus, dann bin ich fertig mit der Postgres-Konfiguration. Also wenn ich 10% Performance mehr aushole, wenn ich das richtig konfiguriert habe, dann habe ich gewonnen. Aber das ist meistens bei einem großen Projekt geht es darum mit, meine Abfrage läuft 10 Minuten und die sollte aber in 10 Sekunden fertig sein. Ne? Und das Erste, was ich natürlich mache beim Projekt, ist, dass ich mir anschaue, habe ich auf die Tabellen die richtigen Indizes drauf. Und die richtigen Indizes heißt einerseits mit, ja, die kommen jetzt in die Abfrage wirklich vor. Und ich habe aber keine Indizes, die ich nicht brauche, weil eins von den größeren Problemen ist, performancemäßig, dass ich jetzt sage, okay, ich lege über alles Indizes drauf, die muss ich dann jedes Mal bei jedem Update und bei jedem Delete und Truncate und bla hin und her dann natürlich updaten. Dann dauert jedes Insert natürlich ewig und 3 Tage. Ne? Das ist auch etwas, wo ich sage natürlich, das muss ich projektspezifisch hingehen. Das bringt mir ein paar Prozent, aber für die meisten Projekte ist das eh Standard. Ne? Die wirklichen Performance-Geschichten bei großen Tabellen fange ich dann an mit so Geschichten wie auf Table Spaces aufteilen, auf Partitionierung, Sachen vorberechnen beim Einfügen. Das Erste, was ich natürlich mache, ich mache das heute für Sie. Lotech. Das Erste, was ich natürlich mache, ich habe irgendwo so eine Tabelle und habe eine Indizes drauf. Und was ich mache, ich hau die 2 Indizes, was ich habe, auf verschiedene Festplatten drauf. Das, was dann bedeutet, ich mache jetzt eine Abfrage
Und ich muss von einem Index in Postgres immer wieder zurück auf die Haupttabellen lesen gehen. Es gibt Spezialfälle, wo es nicht ist, aber ich gehe von dem immer auf die Haupttabelle, dass ich dann wirklich nochmal die Daten validiere. Habe ich die jetzt auf eigene Festplatten, kann Postgres anfangen, die Sachen parallel zu machen. Das heißt, ich habe schon einmal die halbe I/O-Wartezeit. Nächster Schritt ist, dass ich das Ding auf die Indizes auf Array haue. Einfach aus dem Grund, dass ich sage, okay, ich habe jetzt nicht die eine Festplatte dahinter, sondern ich habe jetzt, was weiß ich, Array 6. Und beim Schreiben ist es ein bisschen langsamer, aber ich kann beim Lesen alle Platten gleichzeitig verwenden. Das ist so das Erste, wo ich sage, okay, ich habe meistens eh irgendwo eine RAID-Systeme in die Server, fange ich einmal das an. Das Gleiche kann ich dann mit den Tabellen selber machen. Das heißt, ich habe 5 Tabellen und ich habe zum Beispiel eine Abfrage, das war jetzt, was weiß ich, der User und das sind seine Tweets zum Beispiel, ne? Das heißt, das kann ich auch wieder aufteilen und kann zum Beispiel auch sagen, okay, ich habe nur eine gewisse Menge Festplatten. Das heißt, ich habe das aufs Array 1, das haue ich aufs Array 2 und habe das dann zum Beispiel wieder auch die Indizes für die erste Tabelle auch am Array 2. Je nachdem, was ich lesen gehe, kann ich dann das optimieren. Also dass ich sage, wirklich, ich schaue mal wirklich die I/O-Performance an von dem Ding und schaue mal an, welche Abfragen ich wirklich mache. Relativ einfach ist, einfach in Postgres, da gibt es eine Möglichkeit, jedes Statement mitzuloggen und dann gehe ich her und gräbe mir einfach alle Selects aus und haue die zum Beispiel als Text wieder in der Datenbank der Welle ein, da kann ich so Order by, Group by machen und schauen wir mal an, welche Statements verwende ich wirklich oft, welche brauchen wie lang. Ne? Was dann da weitergeht. Sag mal, ich habe jetzt relativ viele Tweets. So als Beispiel, weil das ist etwas, wo ich viele kleine Datensätze habe. Oder wie. Also, dass ich sage, okay, ich habe jetzt Tweets. Ne? Das, was ich eigentlich brauche, in die meisten Fälle, sind die von den letzten 24 Stunden zum Beispiel. Weil ich habe dann irgendeine Webseite, wo ich sage, ich habe das natürlich chronologisch so sortiert. Und was ich dann hergehe, ich habe jetzt meine Tweets und dann fange ich an, diese Tabelle intern zu partitionieren. Das funktioniert unter Postgres so, dass ich da einen Trigger drauf habe, meistens, also das kann man in der Applikation machen, aber mit Trigger ist es einfach, weil das geht mit jeder Applikation, auch mit welchen, die nicht dafür optimiert sind. Und was der macht, er schaut sich an, ob da zum Beispiel überall ein Datumsfeld drin, und mit dem Datumsfeld sagt er, okay, ich habe da jetzt x Kindtabellen, was weiß ich, das eine ist Tag 1, das nächste ist Tag 2 und so weiter und so fort. Und das dauert beim Einfügen, dauert das ein paar Millisekunden länger. Das heißt, da verliere ich Performance. Aber wenn ich das richtig habe und mit den Check-Constraints, dann kann ich beim Select dann hergehen, das macht Postgres automatisch, das zeige ich dann noch ein bisschen, geht Postgres her und sagt mit, ja, ich select jetzt von den letzten 24 Stunden. Ne? Die letzten 24 Stunden waren vielleicht nur die zwei Tabellen
Und die ganzen 2000 anderen Tabellen kann ich komplett ignorieren, die brauche ich gar nicht durchsuchen. Die sind für mich nicht da, das heißt, ich habe jetzt vielleicht gar nicht 100 Millionen Datensätze, die ich durchsuche, sondern 1 Million. Und spare mir dann so im Durchschnitt schon, dass ich 1000 Server habe, die das dann bearbeiten müssen, dass das in Echtzeit geht, brauche ich an. Weil ich einfach diese Datenmenge reduziere, obwohl alles noch da ist. Das heißt, wenn ich sage, brauche die Tweets vom vorigen Jahr, die Postgres da ein, nämlich die Check-Constraints, was ich da hinterlege. Und das konnte ich dann natürlich auch, da habe ich überall meine eigenen Indizes. Und das kann ich auch wieder auf Plotten aufteilen. Und ich kann die einzelnen Kinderwellen auch zwischen Plotten hin und her schieben. Das heißt, ich hätte zum Beispiel so die Daten von den letzten 2 Monaten habe ich auf jeden Fall halt teuren SSDs liegen. Die sind nicht so groß, aber die sind extrem schnell. Und den Rest schiebe ich dann halt so auf, weiß nicht, recht günstige Plotten in einem Array mit Plotten, die ich halt beim Hofer ganz günstig gekriegt habe. Die sind nicht wirklich schnell, aber ist ja wurscht, weil auf die greife ich fast nie zu. In dem Beispiel jetzt, ja. Wenn du nichts auf die Datumsspalte hast, dann müsste er erst nicht alles durchgehen, oder? Schon, ne, das Problem ist, wenn du jetzt nur eine Tabelle hast und du hast einen Index auf die Datumsspalte, dann muss er den Index komplett durchgehen. Du könntest jetzt Partial Indexes machen, also dass du sagst, okay, du machst einen Index, der nur diese Einschränkung hat und einen Index, der nur diese Einschränkung hat. Aber spätestens, wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel alte Datensätze löschen, oder du gehst jetzt auf irgendein zusätzliches Kriterium, du gehst jetzt nicht nur aufs Datum, sondern sagst Datum und du hast aber eine Suchabfrage gemacht, ne? Und sagst, okay, in dem Zeitraum hätte ich gern alle Tweets, die sich auf Linux-Tage beziehen. Dann hast du höchstwahrscheinlich dann einen Full-Table-Scan und scannst wieder alle Daten ab. Und wenn du jetzt aber vorher das praktisch schon aufgeteilt hast, dann weiß er, okay, diese Sachen, was du suchst, mit Linux-Tage, die können nur in diese 2 von diesen 1000 Tabellen drin sein und ignoriert die anderen schon praktisch im Query-Optimizer weg und sagt, interessiert mich nicht, weil die sind von diesen Constraints, die können dort nicht drinstehen. Du könntest das jetzt natürlich auch direkt von der Applikation machen, dass du sagst, okay, du hast jetzt diese 1000 Tabellen und du sagst in der Applikation, was du wie machst. Aber das heißt, du musst es auf jeder Stelle in deiner Applikation machen, wo du es tust. Und dann hast du relativ schnell ein Problem, weil du machst es irgendwo nicht, hängt das Ding schon vielleicht eine Stunde, ne? Und wenn du es in der Datenbank hast, macht es eigentlich die Datenbank und du hast dann einfach ein Kriterium, das du praktisch sowieso immer abfragst. Weil du hast immer irgendwas, was weiß ich, dein Primary Key oder sonst irgendwas, wo du sagst, bei einer Log-Tabelle ist es zum Beispiel ein Datum. Ne? Wenn du sagst, du loggst jetzt alle Webzugriffe mit, ist es ein Datum. Wenn du jetzt Tweet hast, wird das User und Datum haben. Dort könntest du auch noch User und Datum aufteilen, zum Beispiel. Ne? Entschuldigung, eine Frage. Ja. Die Idee war ja, dass ich zum Beispiel da in dem Beispiel sage, okay, die Daten vom letzten Jahr habe ich auf einer schnellen SSD, ja, und das davor auf einer billigen, ja, normalen, ja, Festplatte. Die Frage ist jetzt, mit dem Stand heute zum Beispiel, hätte es alles vom 6. April 2013 bis heute auf der SSD. Yeah. Morgen ist aber der 6. April 2013 schon mehr her. Wie kommt es dann von der SSD? Du machst es anders. Du sagst ja nicht, okay, dann passiert das nicht, was weiß ich. Du speicherst zum Beispiel wochenweise in einer Tabelle ab. Mhm. Und dann passiert dann halt jede Woche einmal,
dass er das wegschiebt. Ne? Und wie triggert man das an? Macht das Daten automatisch oder muss ich das die Tabellen umsetzen? Die Tabellen erstellen, selber, kann es komplett automatisch mit einem Trigger machen, das zeige ich dann den Code. Und du könntest drin auch sagen, du schiebst jetzt die anderen Tabellen weg, aber du würdest das normal mit einem Hintergrundprogramm machen, das dann getrennt von deinem Webinterface läuft zum Beispiel. Und alles, was du im Prinzip machen musst, du hast, was weiß ich, einen Tablespace auf deine schnellen Platten und auch einen Tablespace auf deine langsamen Platten und du sagst nur, alter Table, bla bla bla, send Tablespace, zack, und Postgres schiebt es dann automatisch um. Das heißt, du brauchst nicht jetzt insert, select from, sondern du sagst einfach alter Tablespace, ihr schiebt es um. Und das gleiche würdest du auch mit Löschen sagen, das heißt, du hängst es da von der Haupttabelle ab, da gibt es auch entsprechend alter Table, und dann droppst du die Table. Dann funktioniert das relativ klar, weil dann muss er sich wieder nur den Teil anschauen. Ah, das alte Table könnt ihr zum Beispiel in einem Cron-Job rein und täglich durchlaufen lassen, ne? Zum Beispiel, ja. Mhm. Was ich meistens mache für solche Geschichten ist, ich habe für meine Hintergrundworker also eine Command-Tabelle und jetzt kann ich sagen, ich habe da bei der Haupt-Tabelle sowieso einen Trigger, der sagt, er fügt sie in Wirklichkeit in die anderen Sachen ein und legt im Zweifelsfall eine neue Tabelle an. Und wenn jetzt die neue Tabelle anlegt, schreibt er dann in die Command-Table für den Hintergrundworker zusätzlich ein Command, so was die Insert, in du Command-Queue, bitte tun wir jetzt diese Table wegmoven. Ne? Und dann war es dir automatisch, passt, jetzt muss ich es moven, dann kriegst du es nicht asynchron, weil dann vielleicht der Cron einmal früher oder später läuft oder was weiß ich, was alles. Und das, also ich meine, sowas habe ich auch produktiv im Einsatz. Das nächste, was dann ist, schauen wir mal. Ja, genau. Bei gerade so einem Webinterface, was man sehr oft hat, ist so Suchfelder. Ne? Ich suche jetzt noch irgendeinen Text in meine Tweets oder E-Mails oder was weiß ich was. Und was die meisten Leute eigentlich so beim ersten Versuch übersehen, du musst ja case-insensitiv suchen, also Groß-Kleinschreibung ignorieren. Und das ist mittlerweile gerade mit Unicode eine extrem rechenintensive Aufgabe. Weil du hast jetzt mehr oder weniger eine Lookup-Tabelle von 65.000 Zeichen, du musst jedes Zeichen durchgehen, für jede Zeile in der Datenbank von dem Suchfeld. Ne? Und das kann dann relativ langsam werden. Was ich dann mache, ist, dass ich dann ein zusätzliches Suchfeld mache, das beim Insert oder Update generiert wird mit einem Trigger, wo ich dann auch sage, vielleicht habe ich jetzt auch zwei Felder, was weiß ich, beim E-Mail war das zum Beispiel Betreff und Text. Das wird schon concatenated und lowercase gemacht, ne? Also wirklich so lower bla 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 bla, ne? Und das mache ich, das heißt, das mache ich für jede Zeile einmal, statt bei jeder Suche, ne? Und einen Index drauf, ne? Und dann einen Index drauf, ja? Weil das kann man sich relativ gut ausrechnen. Vielleicht habe ich da auch noch irgendwo auch andere Berechnung, die ich auch noch sagen möchte. Ne? Was weiß ich, schönes Beispiel war, ich möchte dem Ding als Spam-Assessing-Wert zuweisen, wie auch immer. Ne? Wenn ich das jetzt bei jeder Suche machen würde, oh, dann brauche ich plötzlich 1000 Server statt an. Ne? Aber bringst du einen Index drauf? Auf das Suchfeld? Auf jeden Fall. Sehr vorteilhaft. Also bei mir hat es performancemäßig was gebracht. Das kann natürlich sein, wenn du jetzt andere Texte hast. Aber normalerweise schon. Auch wenn du eine Wildcard Search schlafst. Bei einer Wildcard Search. Dann
bringt der Index mit? Das ist eine sehr gute Frage, ich muss testen, aber es bringt allein schon, also Index ist jetzt da die Frage, was da auf jeden Fall bringt, dass das vorher schon in Lowercase frame ist. Gut, ich würde jetzt MySQL nicht als Datenbank bezeichnen, weil MySQL macht nämlich beim Einfügen die meisten Checks einfach nicht. Er sagt dann, okay, habe ich gemacht und hat deine Werte dann falsch gespeichert oder sowas. Da gibt es ein schönes YouTube-Video davon, wo der dann sagt so mit, er hat einen Namen, weil die hat halt zwei Stellen, er fügt 100 ein und dann steht da plötzlich 99 drin. Ups. Na, aber wie gesagt, das Lowercase konvertieren und das Concatenate von diversen Feldern bringt auf jeden Fall was. Das gleiche, was auch noch hast, ist mit Vorberechnen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine Logintervalle hast, du loggst zum Beispiel irgendeine Temperatursensoren und sagst dann, du möchtest Graphen draus zeichnen. Ne? Du loggst, was weiß ich, alle Minuten und hättest aber einen Graph, wo du sagst, du hast jetzt pro Tag 60 Werte, ne, weil sich das halt gerade mit den Graphen ausgeht, dann kannst du dir ein Datumsfeld vorberechnen, das aber truncated ist auf diese, ich weiß nicht, 5 oder 15 Minuten, was auch immer das ist. Dann funktioniert das nämlich mit Group By leichter, weil er dann auch über den Index wieder gehen kann. Und ich habe das bei mir einmal irgendwo im Einsatz. Der Unterschied ist, die Abfrage ohne diesen speziellen Feld auf die Tabelle hat 20 Minuten gedauert, mit dem Feld 3 Sekunden. Weil dann Datumsberechnung ist sowieso so ein bisschen so. Ja, und wenn er das dann für so 2, 3, 10 Millionen Datensätze dann machen muss bei jedem Search, fast verloren. So. Ein Ding, was ich auch gehabt habe, da habe ich vor kurzem eingesetzt, so jQuery Data Tables nennt sich das, wo ich dann so Search Asset habe, das heißt ich suche und der holt sich über Ajax die aktuelle Listen, was weiß ich, die ersten 100 Dinge. Und das, was Performance gebraucht hat, war dann nicht das Suchen, weil da habe ich diese Tooloa schon alles gehabt. Das, was dann wirklich gebraucht hat, ist, dass er unten angezeigt hat, er hat, was weiß ich, 1 von 20, also er zeigt jetzt an, 1 von 20 Datensätze von 2 Millionen irgendwas, weil standardmäßig hat das Ding jedes Mal Account Stern auf die Tabelle gemacht, was relativ lang dauert und du wunderst dich. Suche funktioniert, die habe ich da im BG-Admin ausprobiert, die läuft in einer Sekunde, wie so, braucht die eine Minute. Ne? Und was ich dann jetzt einfach gemacht habe, völlig dämlich eigentlich, aber es funktioniert. Ich habe eine eigene Tabelle drin, wo also ein Worker einmal in der Stunde durchgeht, über alle Tabellen einen Count macht und in die Tabelle dann einfach reinschreibt, mit, da sind ungefähr jetzt 3 Millionen Datensätze drin. Ne? So genau ist es nicht, wenn ein User dann wirklich bei der Tabelle weiterklickt, bis er bei 3 Millionen angekommen ist und dann stimmt die Zahl nicht, ja, gut, dann haben wir ein anderes Problem. Aber das ist einfach so praktisch Schätzwerte vorberechnen und da brauchst du keinen Count Stern machen, das hilft auf jeden Fall. Jetzt sage ich ein paar von die Also, das erste Mal so, ich habe jetzt so eine Tabelle, Access Log in dem Fall, das Zugriffslog von meinem Webserver, habe ich in der Datenbank nicht so als Files herumliegen. Da habe ich eine normale Tabelle und dann habe ich in dem Fall ein eigenes Schema gemacht, die Kindtabellen, die werden automatisch generiert. Das heißt, da was weiß ich. Tickst du mal an, schaust du mal auf den Beamer? Auch so schwarz? Nein, das sollte rot sein. Okay, das ist wurscht. Der wichtige Teil ist das hässliche Grün da.
Im Prinzip, was das ist eine Tabelle, das ist somit ein Createable, Inherits, bla, irgendwas angelegt. Das heißt, das hängt da drunter, das hat dann einen entsprechenden Check-Constraint, mit dem der Postgres Optimizer dann hergeht und sagt dann, wo Logtime zwischen diese zwei Werte sind. Und damit kann der Optimizer dann schon vorher sagen, welche Tabellen er sich da überhaupt anschaut. Warum das jetzt? Ich schaue mal, ob ich das irgendwie formmäßig hinkriege. Properties. Wo ist die Datenbankverbindung online? Oder so? Jawohl. Gut, und so, wo ist das jetzt? Wenn ich jetzt so sage, ich sage nur ein Select auf diese Tabelle, was dann passiert ist, würde er versuchen, alles auszusuchen, also das jetzt das Explain dazu, und dann geht er praktisch alle Indizes durch von allen Tabellen. Wenn ich das gleiche mache, mit wo die Logtime jetzt größer als der 1. April ist, dann kann der über die Check-Constraints, bevor er noch in die Tabellen selber einschaut, eigentlich schon sagen, okay, passt, ich muss dazu immer noch so viel sort und zack, aber er macht im Prinzip einen Scan auf die eine Datentabelle. Das heißt, ich habe mir jetzt die 20 oder 30 anderen einfach gespart, die ich ja gar nicht anschauen muss. Ich spare mir die Rechenzeit, wenn ich mehrere gleichzeitige Abfragen habe, dann geht das tatsächlich, und nicht so wie bei, wenn ich alles mache, dann ist der Rechner einfach beschäftigt. Und mit die Table-Statistik ist so, okay, das in dem Fall, weil ich schon gecached habe, das geht dann in 173 Millisekunden, aber ich kann trotzdem das Count jetzt über die praktisch meine Table-Statistics-Tabelle schätzen in 20 Millisekunden. Das ist jetzt immer noch ein Faktor von was? 7 oder 8, was das schneller ist, ne? 15 Minuten, okay. Und ausschauen tut dann so ein Trigger einfach, also einfach nicht, aber Cables, Access, Log Triggers, Partition Trigger. Dann gibt es diese völlig leicht zu verstehende Funktion, in der ich zwei Tage herumgebackt habe. Was der macht, ich füge jetzt in die Tabelle was ein. Er holt sich da über andere Funktionen mehr oder weniger so, stellt er sich einen String zusammen, wie die eigentliche Datentabelle, diese Subtabelle dann heißen soll. Und versucht dann Insert zu machen. In über 99% der Fälle geht das natürlich. Und sagt dann Return 0, das heißt, es wird in die Kopftabelle nicht eingefügt, sondern nur in die Kindtabelle. Und wenn eine Exception kommt, heißt es normalerweise, ups, du versuchst da in eine Tabelle einzufügen, die es nicht gibt, weil sich zum Beispiel das Datum geändert hat. Und was er dann macht, ist Create Table, Inherits die Kopftabelle und legt einen Index an und macht dann noch gewisse andere Träger, was ich so intern auch verwende, also so Datum vorberechnen für die Statistiken und sowas. Aber im Prinzip, das unten kann man ziemlich alles ignorieren. Was ich einfach so belegt, dann automatisch eine Kindtabelle an. Und da könnte ich eben, so wie die Frage drin war, jetzt zum Beispiel auch noch so zack, und ich trigger jetzt mein Background-Worker, dass er eine alte Tabelle dann verschiebt oder löscht oder weiß ich nicht was, auf Lochkarte speichert. Und okay, das habe ich da in dem System nicht drin, das habe ich nur in meinem System, wo ich dann auch sage, ich habe jetzt was weiß ich, viele verschiedene
Tablespaces und der wählt sich zufälligerweise an aus, wo er die Tabelle anlegt, dass es so schön verteilt ist. Ne? So, schon. Zack, zack. Hast du noch welche Messwerte, was das performancemäßig für einen Unterschied macht? Kann man das jetzt direkt quasi in die Tabelle schreiben, wo man den Namen kennt? Sagen wir so, ich habe jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt da schön diese Messwerte und vorher, nachher immer alles aufgeschrieben. Das ist immer so ein bisschen einerseits noch Gefühl und andererseits. Du schaust dann halt, okay, der User ruft dich an und sagt nicht, deine Webmasken ist so langsam. Und du bastelst dann verschiedene Möglichkeiten durch, bis der User sich näher mehr aufregt, in der Hoffnung, dass es dann so langfristig auch funktioniert. Also das ist jetzt nicht so, wo sagst, okay, du hast jetzt ein Problem und du kannst immer genau diese Problemlösung durchgehen. Ja, das ist schon gleich. In dem Fall ist es auch relativ wurscht, weil ja. Ob das jetzt ein paar Millisekunden mehr dauert, das stört den Benutzer nicht. Wie gesagt, ist es aber irgendwas wäre, was irgendwo im Hintergrund irgendwelche Daten automatisch irgendwie rumschiebt, dann ist das vielleicht schon eher interessant. Wobei ich sagen muss, das im Hintergrund die Daten, ob der jetzt eine Stunde länger braucht oder nicht, ist meistens wurscht. Ja, wenn es irgendeine Anwendung ist, die halt irgendwelche Daten. Arbeitet die aber schon irgendwie dann für den Nutzer wieder interessant sind, wo aber die einzelnen Einfügungen. Das ist dann natürlich, wobei ich mal sagen muss, das, was du dann im Prinzip machst, du hast einen Test-Server, der möglichst gleich aufgebaut ist wie dein Live-Server. Du spürst das letzte Backup vom Live-System dort einen Test ein und probierst es einfach einmal. Ne? Und dann probierst du es auch wirklich mit der Applikation, weil vielleicht kommst du darauf mit, du kannst optimieren, wie du willst. Die Applikation meint dann, sie muss dann trotzdem alles anders machen. Das ist, wie gesagt, von Fall zu Fall verschieden. Ich war auch froh, wenn es so etwas fixfertige Rezepte gibt. Du machst es so und dann geht es einfach. Kennst du irgendwelche Messungen, die in die Richtung gehen? Ja, ich misse schon, aber nur mit meiner eigenen Software. Ne? Und das wichtigste Tool eigentlich, was du hast, ist der PG-Admin bei Postgres. Der zeigt dir immer an, wie viel Millisekunden was brauchst. Das Wichtige ist, du führst jedes Statement zweimal aus. So wie es halt ein Live-System mit vielen gleichen Abfragen auch machen wird. Das erste Mal dauert es immer länger, weil da noch irgendwelche Sachen erst cached, was du am Live-System aber eh schon gecached hast. Und beim zweiten Mal siehst du es dann eh. Und du hast mit relativ kleinen Sachen schon einen Unterschied zwischen 20 Millisekunden und einer Sekunde. Das klingt jetzt für eine Abfrage nicht viel, aber wenn du so 100, 200 User am System hast, dann wird es schon zack, wenn das dann jedes Mal eine Sekunde dauert. Aber wie gesagt, das ist auch vom Ding her, ich misse es meistens mit entweder einem Tool von mir oder mit einem PG-Admin. Der ist relativ genau bei den Geschichten. Im Postgres und Tablespaces, wo kann man die mal zu kennen? Wahrscheinlich in Tabellen kann man verschieben und dann Tablespaces. Nein, das ist hinter einer. Du hast es im Prinzip, Schema ist unter Postgres mehr oder weniger, nur eine Sortierung, dass du die Tabellen leichter findest wieder. Ne? Und du kannst natürlich gewisse Rechte drauflegen und sowas, aber ich verwende es auch hauptsächlich das ist mein Schema, da liegen meine Auto-Partitions drin, das ist mein Schema, da liegen meine Public-Tabellen drin. Und die Tablespaces selber, sagst du bei jedem Index und bei jeder Tabelle, gibst du einen Tablespace an. Also Tablespace ist eigentlich eine Petition auf der Festplatte aus Datenbank. Du machst ein Verzeichnis, gibst deinem Postgres-User, normal unter Linux Postgres und Postgres, gibst dem die vollen Rechte drauf, also machst ihn zum Owner. Und dann sagst create tablespace
ohne irgendwas, das kannst du mit BG-Admin kannst du das auch klicken. Ne? Und da siehst du eh, was für ein Statement er generiert und das kopierst dann halt 10-mal weiter, wenn du es wirklich brauchst. Mache ich halt so immer. Und du kannst es dann wirklich auf eigene Platten legen oder wenn du sagst, da am Testserver irgendwo auf deine Developer-Kiste, legst du es dann halt einfach in 4 Verzeichnisse in deinem Home, wie auch immer. Ne? Und dann legst du die Tabellen, was weiß ich, in den einen Tablespace, die Indizes in den anderen. Und dann kann er schon gewisse Sachen parallel lesen. Hast da schon automatisch einen Gewinn. Ne? Wenn ich sehr große Tabellen habe, zum Beispiel eine Tabelle 200 GB, muss ich die am besten mit dem. Dann machst du praktisch auch. Kannst du da mal drüber schreiben? Wie heißt das nochmal? Das fällt unter Partitioning. Unter Table Partitioning? Ja. Im Prinzip. Die Subtabellen legen dann wieder auf unterschiedlichen Tablespaces. Ja. Ja, und die generierst einfach mit Create, was weiß ich, Subtable 1 und sagst einfach Inherit die Tabelle. Was dann nämlich auch lustig ist, wenn du da jetzt sagst, okay, du legst da eine Spalte an, ist die dann in alle anderen automatisch auch vorhanden. Und jetzt zieht die wirklich die einzelnen Zeilen raus und schmeißt sie auf den Tablespace? Das heißt mit dem Trigger. Ne? Beim Select funktioniert es mehr oder weniger automatisch, wenn du diese entsprechenden Spalten angibst. Mhm. Du musst unter Umständen, je nachdem wie deine Distribution das hat, musst diesen Constraints-Check in der Postgres-Conf einschalten. Okay. Das ist sehr gut auf der Postgres-Doku online auch dokumentiert. Und beim Einfügen musst entweder deine Applikation das manuell machen. Okay. Oder du hast entsprechend so einen Trigger, der dann einfach sagt, so on insert oder update, mach dann selber insert oder update auf die Subtabellen und sagt dann einfach nur return null. Und return null heißt, das fügst nicht da ein, mach einfach nichts. Und die haben es aber schon da eingefügt. Okay. Oder sogar zuerst eine neue Tabelle angelegt. Das heißt, du brauchst dich gar nichts drum kümmern. Mhm. Und eine bestehende Tabelle rausziehen, muss man da sogar was schreiben, oder gibt es da was? Wenn du sagst, du kannst jetzt kurz die Applikation komplett anhalten, weil du sagst, du hast halt ein Wartungsfenster, du benennst die originale Tabelle einfach um, legst die neue an mit dem alten Namen praktisch, legst einen Trigger drauf und sagst dann insert into select from, ziehst es um und dann hast du es eh. Ne? Okay. Also das ist allerdings etwas, was du auf jeden Fall am Testsystem auch mit der Stoppuhr einmal schauen solltest, weil wenn du dann drauf kommst, das dauert 10 Stunden, mein Wartungsfenster sind 30 Minuten. Wie es mir fast passiert war. Also, ja, das passiert, ne? Aber das geht relativ automatisch und du kannst dann wirklich sagen, ich habe dann immer so ein Skript, das dann zufallsmäßig auch noch sagt, mit welchem Tablespace er nimmt, oder du könntest sagen, was weiß ich, du hast 2 Tablespaces, wenn es eine gerade Woche ist, kommt es in einen, wie ungerade in anderen, dann wechselst du es ab, ne? Das habe ich bei mir live im Einsatz. Geht das gut? Wie hast du das gemacht? Also der Slave ist read-only. Das ist Datenbank-Replikation. Das ist Wall-Log-Shipping ist es im Prinzip. Du hast das bei der Datenbank so Write-Ahead-Log. Ne? Das heißt, bevor er einen Commit macht, so
ich möchte jetzt das machen und falls ich abstürze, kann ich das dann rückgängig machen oder wie immer. Ne? Und die Replikation funktioniert im Prinzip das, dass ich dem Slave-Server sage, verbinde ich auf dem Live-Server, auf dem Primary und am Primary lege ich einen entsprechenden User an. Und der die Rechte hat, auf dieses Wall-Log zuzugreifen. Also alles in Postgres. Und zusätzlich habe ich meistens noch extra NFS-Verzeichnis, wo er sich notfalls die alten Wall-Logs auch ausholen kann. Das funktioniert recht gut. Ich fahre zum Beispiel viele von meiner Statistik-Auswertungen dort, weil da brauche ich jetzt nicht up-to-date, sondern wenn es eine Minute oder zwei alt ist, ist es wurscht. Ne? Nein, das geht mit Postgres intern. Du brauchst kein extra Dings. Das geht recht gut. Ich mache dann meistens auch automatische Datenbank-Backups vom Slave, weil da halte ich dann nichts auf. Das Einzige, was ist, du kannst unter Umständen ein Problem kriegen mit langlaufenden Abfragen, weil er die am Slave abwirkt, weil er sonst nämlich die nächste Replikationsstufe nicht machen kann. Die Zeit kann man hochstellen. Was aber bedeutet. Ja, was halt natürlich bedeutet, dass jetzt die Daten am Sekundäre, am Slave unter Umständen ein bisschen älter sind. Ne? Kommt darauf an, was du machen möchtest. Aber mittlerweile, das habe ich mir noch nicht angeschaut, da gibt es jetzt so, wo dann der Slave wieder einen Slave haben kann und was weiß ich, wie auch immer. Ne? Du kannst Postgres auch als die bessere Key-Value-NoSQL-Datenbank verwenden, wenn du willst, weil Postgres auch die Performance von einer, weiß nicht, CouchDB, MongoDB, was auch sie immer zusammenbringt, mit dem Unterschied, dass du da Check-Constraints beim Einfügen haben kannst. Ne? Das Ding nennt sich HStore, falls das Interesse ist. Ne? Da gibt es eine ziemlich starke Konkurrenz, die In-Memory-Datenbank. Ja, das heißt, das sind Daten, wo dir wurscht ist, dass die weg sind, oder? Nein, gar nicht. Dann darfst du keine In-Memory-Datenbank haben. Ja, klar, aber nein, das, keine Ahnung, ich habe nur so ein Marketing-Video-Messer. Ja, das Problem ist immer, du musst dich immer entscheiden, das ist so ein schöner Slider, zwischen wie gut und konsistent und sicher sind meine Daten und wie hoch ist meine Performance. Ich meine, wenn du sagst, die sind deine Daten wurscht, dann machst du einen RAM-Disk auf, machst einen Memory-Map drauf und verwaltest es direkt dort als C-Struktur. Geht super schnell und wenn die Kiste abstürzt, ist es halt weg, ne? Na, du kannst es natürlich auch so machen, so wie ich bei mir. Du hast einfach genug RAM, dass alle deine Tables in RAM platzen und es nutzt sonst keiner die Kisten, das heißt Linux hält die ganzen Tables sowieso im RAM. Das heißt, falsches System Cache ist. Postgres macht intern fast kein Caching, macht alles über ein falsches System Cache vom Linux. Okay. Das ist auch wichtig zu wissen. Ja. Also das, was du cachen, was Postgres cached, wenn du es nutzt, sind prepared statements. Das heißt, ich meine, das nutzt man heutzutage sowieso, dass der Optimizer nicht jedes Mal ran muss. Eine Minute? Okay, passt. Sofort. Also wie gesagt, du kannst Prepared Statements und sowas, aber es ist immer ein Ding, je mehr Checks und Sicherheit du machst, desto mehr Performance geht natürlich drauf. Wenn du sagst, du hast jetzt sowas wie, keine Ahnung, Facebook oder Twitter und dir gehen halt ein paar Datensätze verloren, und ich meine, völlig wurscht, da geht es um die Performance. Ne? Wenn du sagst, du betreibst jetzt eine Bank, ne? Und du sagst mit, ups, da sind ein paar Milliarden weg. Ich meine, gut, passiert auch, aber normalerweise ist das Geld dann nicht weg, sondern nur auf irgendwelche steuerfreie Konten. Ne? Aber du möchtest normal eine Konsistenz drin haben.
Und das ist halt so wirklich je nach Business-Anforderung. Du stellst den Postgres, also im Rahmen Postgres kannst du den Working-Rahmen kannst du dich einstellen, aber was den Postgres unbedingt sagen musst, wie viel File-System-Cache das Linux dir bietet. Ja. Du setzt meistens 75% deines RAMs, stößt in der Config ein, daran hält sich die Query optimized. Das ist das Wichtige. Er muss nur wissen, wie viel er ungefähr hat, mit dem er rechnen kann, dass er das. Und das, wie gesagt, die RAM-Parameter, die verschiedenen und WorkMem und sowas, das ist das, was du einstellst. Das meiste andere brauchst du gar nicht angreifen. Was vielleicht auch noch machen solltest, gerade bei Debian und Ubuntu passierte, da ist irgendwie auf die Idee gekommen, man stellt das so ein, dass er das Writer-Headlock mit irgendwelchen sehr komischen Performance-Einstellungen fährt. Wo sagst du, naja, theoretisch brauchst du das jetzt nicht, weiß nicht, alle 10 Sekunden ein neues Ding und committen und da hin und her, sondern stellst es auf 15 Minuten oder sowas, dann ist es auch schon performanter. Naja, schreiben tut das immer, aber das Abschließen irgendwie, das ist also ein paar interne Geschichten. Ne? Also seine Commits auch wirklich in die Datenbank-Tables committed, also weiter Headlock ist einfach nur ein Log-File, wo er die Dinge eingeschreibt, und dass er das wirklich committet, das sollte man gerade bei großen Inserts sehr hochstellen. Also wenn ich zum Beispiel das erste Mal Datenbank mit 500 Gig importiere, dann würde ich auf 2 schon wurscht. Ich bin wieder ganz neu zuerst, oder? Okay. Wobei ich einmal sage, den größten Fehler, den du machen kannst, ist, dass du jetzt schon beim Programmieren deiner Software hergehst und versuchst zu optimieren. Das, was du eigentlich machen möchtest, ist, du programmierst das so einfach wie möglich und gehst dann optimieren, wenn der Bedarf da ist. Ne? Sonst hast du relativ oft den Fall, dass die Software dann langsamer läuft, als du dir das wünschst, weil du auf der falschen Stelle optimiert hast und 200 Indexes hast, die keiner braucht. Ne? Gut, dann. Ja, ich glaube, ein paar Minuten nochmal für Fragen, wenn es ist, aber es war ja letztes Jahr schon Fragestunde, also gibt es noch was oder? Ja, vielleicht eine Anmerkung. Ja. Ich arbeite oft mit Data-Warehouses mit sehr komplexen Abfragen, also so. Schon mal 10 Tabellen gejoint, teilweise mit sich selber, irgendwie die frühere Version von etwas zu sehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man solche Queries hat, die laufen von Haus aus. Erstmal eine halbe Stunde, wenn das nicht akzeptabel ist, kann man sehr viel mit den sogenannten Common Table Expressions erreichen, die man einfach vorne hinschreibt, wo man schaut, dass man die abgefragte Menge in dieser Common Table Expression mit wirklich einfachen Kriterien möglichst beschränkt und damit diese Datenmenge dann weiterarbeitet. Und ja, da kann man halt so eine halbstündige Abfrage, wofür man jetzt natürlich keine Indizes anlegen würde, weil es was Einmaliges ist, auf eine halbe Minute oder darunter beschleunigen. Ich würde nur allgemeine Frage: Bringen Foreign Keys für die eigene Tabelle irgendeine Performance? Foreign Keys auf die eigene Dings. Also, ich habe eine Tabelle, ich habe einen Foreign Key auf eine andere, kriegt der Key in meiner Tabelle, wenn man bei mir was abfragt, irgendwas an Performance. Bin mir jetzt nicht sicher, wie du das meinst. Das heißt, du hast zwei Tabellen. Nein, aber jetzt habe ich einen Index. Ja. Wird der Index bei mir auch verwendet? Von mir in der Spalte auch vor. Eine Foreign Key. Ich glaube, der Foreign Key wird nicht bei Insights in dem Sinne verwendet zum Prüfen, ob das passt, aber sonst nicht. Aber der Foreign Key hat ja drüben auch einen Index dann, ne? Nein, ich habe nur drüben einen Index, ne? Aber der Ding war nicht drauf und dementsprechend wird es dann optimiert. Das heißt, ob du jetzt auf Bildung direkt kommst oder nicht, ist relativ gut. Wo du den Index leuchtest, wenn du in der Kopftabelle was löscht und der dann über den Foreign Key, was das als ein Cascade hat, dann brauchst du dann den Index auf der Key-Tabelle praktisch. Ne? Gut, passt. Ja, vielen Dank.